Moin, willkommen zurück bei Tupac Simways Part 3. Nachdem wir im letzten Part ja angefangen haben, Nagoya weiterhin aufzuräumen und uns einem Boss begegnet sind, mit dem wir ehrlich gesagt nicht wirklich viel gerechnet haben, gehen wir weiter in Kurokawa in Königin Out, oder was weiß ich, wie es hieß. Ja, der Boss war noch ein bisschen zu stark, aber wir können ihn nur raushauen, wenn unser Auto gut aufgebaut ist. Und das ist schon wieder Regen, verdammt. Ja, ich mag den Regen. Habe ich schon mal erzählt, wie ich den Regen mag? Ich versuch's jetzt noch einmal. Das ist ein normaler Teamgegner, wo ich verloren habe. Ja, ihr habt es richtig gehört. So. Dann lasst mal jetzt mal gucken, ob wir es diesmal besser schaffen. Weiß, schaffen wir es? Noch nicht. Ich hasse den Regen. Deswegen macht es sich gerade einfach. Genau, habe ich schon gesagt. Weil ich kann. Oh Mann. Hier, ich kann überhaupt nichts finden. Nee. Okay, fängt sehr gut an. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde extra nochmal zurück in die Garage gehen und nochmal neu starten. Ja, hat ja gut angefangen heute. Und unser neuer Name heißt Typhoon Evil Magistrate. Ah, okay, Kumikai out. Ja, nein, was ich auch mal sagen möchte, ist, der Einstieg in der Wolke war auf jeden Fall ein richtiger Fail. Nein, so, da bist du noch einmal, diesmal nicht im Regen, wo es immer wieder häufigerweise im Regen kommt. Ah, Mann, Regen. Das Auto wiegt aber auch leider viel, also ich muss auch dazu sagen, für die Leute, die es auch wieder wundern, das Auto wiegt einfach viel, es ist einfach so, hallo? Platz. Das Auto hat einfach ein bisschen mehr noch Gewicht. Ich habe leider kein Gewichtsupgrade gemacht. Ich habe nicht mal diese Versteifung in der Karosserie gehabt. Also es fehlt noch ein bisschen, ob das Auto noch perfekt ist. So. Und ausweichen. Und der hat den Bär mitgenommen. Habe ich den Bär mitgenommen. Aber ich habe gewonnen. Immerhin. Ich konnte den Rivalen schlagen, den ich gegen ihn nicht viel gewonnen konnte. Oder nicht gewinnen konnte. So. Ja, die Kurve so nehmen, ist ja klar. So. Checkpoint. Ach ja, nicht zu vergessen. Guten und Linker. Das muss einfach sein. Das ist ein Pflichtalter, dieses Spiel. Ohne sowas würde ich höchstwahrscheinlich. Ah, das hat keine Spezialität, das hat keinen Stil, Alter. So, der nächste Gegner. Oh, das ist auch ein anderes Team. Nämlich, der fährt mit seinem R107FD. Das ist Nightjoker von Fütter Stil. Ich hab das jetzt nicht ganz. Ich kann das jetzt nicht irgendwie lesen. Tut mir leid, wie das Team heißt. Auf jeden Fall, du bist überholt. Und weg ist der aus dem Fenster. Nightjoker ist der. Oh, das war knapp. Hab schon erwähnt, dass das Auto Mittelmotor hat. Und habe schon erwähnt, dass der richtig nah hinten ist, der Gegner. Alter, dein Ton! Mann, wie oft willst du noch weiter hinter mir bleiben? Oh ja, klar! Oh, schon wieder dieser blöde Kipfel. Also ihr seht, das ist so eine versteckte Stelle. Man kann so dermaßen einen Fehler machen, wenn man diese Stelle nicht sehen kann. Ja, schön. Gut, dann lasse ich mal den Gegner zuerst. Dann nehme ich mal den nächsten Gegner. Nächste Gegner. So.
Käfer. Oh. Ein Bobby Käfer, wer hat's gedacht? Als Teammitglied. Wir hatten ja schon bereits schon vorher diese ganzen Käfer-Team geschlagen. Hier ist schon. Aber diesmal hat sie sehr gut. Der Käfer hat auf jeden Fall gut Beschleunigung. Und der hat auch mehr auf Beschleunigung gelegt. Interessant. Naja, jetzt bist du hinten. Ja, kann nichts dafür, dass du so schlecht bist. So, ich hab ein bisschen abgebremst. So, jetzt muss es nur noch durchkommen. Minivan. Minivan. Oh, Minivan. Oh, oh, oh. Das war Rutscher, das war Rutscher. Der ist in der Nähe, der ist in der Nähe. Ja, schieb mal weiter. Hier ist die Schatten. Und ich hab gewonnen. Seht ihr? Man kann trotzdem gewinnen. Auch wenn er mich wegschiebt. Ich mach mal eine Pit-Area kurz und dann geht's ab in den nächsten Bereich. Ja, Mann war natürlich, oder? War das, das war doch dieses Gebiet. Nicht, dass ich jetzt einen totalen Fehler gemacht habe. Ja, das war mein Bug, richtig. Der nächste Gegner. Ah, nur mit deinem Nissan CVS 13. Das ist auch schon seit langem her, seitdem wir überhaupt so ein Auto gesehen haben, die CVS. Gut, dann zeigt man, ob du drauf hast. In dem Fall wird es nicht wirklich wie sein, weil, naja, CVS ist irgendwann mal bei seinem Katzen gestoßen. Da war eine Lücke und ich hab die einfach genommen. Interessant. Und du hast den Bär mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Und sag mal. Und du versagst. Ganze Linie. Schalkhalbs hat offenbar zu wenige Gegner. Der Teamchef von Schalkhalbs. Sweet Veronica. Also eine Teamchefin? Okay, sie fährt einen Evo. Einen Evo 5. Was nicht schutzschwimmen ist. Weil das Ding kann gut beschleunigen. Aber Topspeed technisch gesehen will ich dich einholen. Hihihihihihihi. Okay. Aber ich hab dich eingeholt. Aber daneben ist zu wenig. Komm schon. Ich will dich überholen, Mann. Oh ja, klar. Der Ben ist. Ich werde dich aber nochmal herausfordern. Ich werde dich nicht in Ruhe lassen. Nee, nee, ist klar. Du hast Glück gehabt wegen dem Ben, aber ich werde dich trotzdem überholen. Noch einmal. Das Spiel ist an sich auch nicht einfach. Also, ich habe es schon bereits vorher immer wieder erklärt, aber das Spiel ist schwer. So. Oh ja, klar, eine Kamikaze-Aktion. Konzentration ist hier alles.
Hast du es wirklich mit. Och Mann, ich bin so ein Depp. Okay, gehen wir zurück zur Garage, nachdem wir diese Misserfolge nicht so gut gemacht haben. Aber was haben wir denn freigeschaltet? Ein neuer Motor und neue Kupplung. Wie viel kostet das Teil? Bringt viel. Also wenn ich die reinbaue, habe ich mehr Leistung. Ah, was war ich denn? Ich fahre mal weiter und dann gucke ich mal, was ich reinbauen würde. Weil ich werde mal nächstes Mal die Gewichtsupgrade und all das natürlich holen. So, wen haben wir denn als Gegner bei uns? Ach, gucke an! Du schon wieder! Ich wollte doch in diese Richtung fahren, aber du hingegen hast gesagt, nee, wir fahren nicht in diese Richtung. Ja klar. Du mich auch, ey, ganz ehrlich, du mich auch. Du kannst mich auch hinterfragen, was das sein sollte. So. Ach man, wie viel willst du noch beschleunigen? Ja gut, ich verliere. Schön. Bist du zufrieden? Und ich habe gewonnen. Seht ihr? So gewinnt man. Das Auto hat ja auch den schönen Vorteil. Ihr habt es gesehen. Ich konnte die Kurve besser nehmen bei Geschwindigkeit als die normalen Autos. Das ist einfach so, weil das ein Auto mit dem Motor hat. Es rutscht zwar, es ist ein Risiko, aber dafür funktioniert das auch. So, wie wollen wir als nächster Gegner? Sieht interessant aus. Schon wieder dieses Team. Ich hatte gegen seinen Kollegen verloren, weil ich offenbar einen schönen Dreher gemacht habe. Im Regen. Im Regen angemerkt. So. Dann ist er auf Topspeed hingedreht, okay. Hältst oder nicht, ist deine Entscheidung. Würde ich nicht tendieren, mit mir mitzuhalten. Wow. Oben. Sehr gefährlich. Das war richtig hart knapp. Bam. Alter, der Gegner hält gut mit. Und ihr seht, hätten wir den Subaru genommen, hätten wir jetzt Probleme gehabt mit dem Topspeed. Wiederholt's nochmal, der Subaru ist gut für Beschleunigung, aber nicht gut für Topspeed. Das kann das Auto besser. Oh ja, klar. Und ich hingegen wird natürlich verlieren, wieder mal. Ich hasse diese Fehler, also ich muss mich mehr konzentriert fahren. Ich guck mal, wer der nächste Gegner ist. Einfach nur mal ein bisschen wenig Konzentration, muss mich wieder mal eingewöhnen. Die letzten paar Tage ist noch wenigstens etwas gut. Oh, ein neues Team. Kennen wir auch nicht. Das ist der Torture von. Okay, den Namen habe ich nicht auswendig. Fette Torte Supra. Danke, dass du mich wegschiebst.
klasse Bands. Hab ich schon gesagt, dass ich Bands hasse? Hallo, beweg dich doch mal bitte. Ja, schön. Ich hasse Bands. Ich hasse Bands. Nächste Gegner, Mann, ich verliere gerade anstatt zu gewinnen, das ist nicht gut. Ah, Mann. Ich glaube, das nächste, was ich machen werde, ist auf jeden Fall die Gewichte untersenken. Das ist viel wichtiger. Weil ich glaube, ich kann die Kurven nicht so gut einnehmen, wie ich mir es gedacht habe. Ich hatte ja immer wieder gedacht, ja, ich kann die Kurven besser mit dem Auto einnehmen. Nee, ganz ruhig vergessen, das Auto wiegt einfach zu viel. Ich muss jetzt erstmal das Gewicht runtersenken. So, nächstes von diesem Team. Der mit seinem Zeug 7FD. Wow. Guide Material. Und der hat den Bär mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. So, Konzentration und dann schaffen wir es. Und gewonnen. Seht ihr, so kann man das machen. Nicht indem man den Volldepp, der versucht, den Bär mitzunehmen. Ich hasse Vans. Ich hasse Vans immer noch. Wenn du bist, den ich verloren habe. Nein, Joker. Komm wieder du, gut. Der Revanche gegen dich, der Joker. So. Zack. Besser bekommen als er. Ja, ja, typisch. Sissi, die Kurve auch besser hinbekommen als er. Und schon will ich weg. Er hält immer noch gut mit, aber ich habe ihn trotzdem geschlagen. Gut, dann gehen wir mal zurück zur Garage. So, wieder mal Sonne zum Glück. Wie viel kostet denn nochmal das? Nein, wie viel kostet nochmal die Gewichts? 100.000. Aber das drückt ordentlich den Gewicht runter. Ja, und das kann ich... Ja, das kann ich nur machen, wenn ich den Gewicht erstmal runtergesetzt habe. So. So, das setze ich mal ein. Das Auto ist zwar immer noch nicht perfekt, wie schon gesagt. Ich muss jetzt mal das Gewicht runtersetzen und dann die Stabilität verändern. Also ich sehe, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis ich das Auto richtig gut perfektioniert habe. Ein Skyline-Fahrer. Jinkook, ey, aus dem letzten Part. Schön wieder das Team zu sehen. Mit einem Nissan Skyline R32 GTR. Das wird wahrscheinlich auf Top Speed gelegt. Kann ich auch schon bereits denken. Und schon wieder ist mein Handy am... Oh, Mann. Ich mag es auch, wenn man Handy auf einmal sich denkt, ich mach mal den Klingelton direkt während ich eine Aufnahme mache. Und das ist außerdem dem Zeitpunkt, wo ich das anders mache.
Kurve falsch bekommen, ja? Pech. Pech gehabt. So, zack mal. Und gewonnen. So fährt man. Nichts anders. Ich fahre auf Pit Area, um die Gegner schneller zu spawnen lassen. Und. Natürlich in die Richtung. Warum soll ich das jetzt umgekehrt machen? Ich habe ja noch eine Menge Rechnung offen. So, wem haben wir denn hier als nächstes? Sieht aus wie ein Skyline-Fahrer. Ist es auch. Ein Skyline-Fahrer. Wer kann das sein? Ein Skyline-Fahrer. Maiju Office Zeit. Auf Zeit. So. Auch du bist geschlagen. Du hast es aber ausnahmsweise gewonnen, weil ich den Fehler gemacht habe. Du, der nächste Gegner. Oh, dieses Team fährt mit dem Nissan. Monster. Das Koopa Monster ist etwa der Koopa aus Mario. Ihr wisst schon, Super Mario, dieser. Na egal, ich lasse es. Er ist aber gut mit deinem Nissan. Respekt. Nächster Gegner. So, der nächste Gegner. Ah, mit deinem Nissan 300ZX. Und ihr habt's richtig gehört. Wir haben seinen Nachfolger geschlagen, jetzt schlagen wir seinen Vorgänger, Red Cooper Auge. Ich frage lieber nicht, wer die Namen ausgedacht hat. So, ganz unter etwas. So. Immer noch vergessen, eine Lackierung zu machen. Ah, Mann. Aber der hält gut immer noch mit, das ist interessant. Oh Mann. So. Alter, wie hältst du mit, Alter? Okay, die nächsten Gegner sind nicht hier, dann gehe ich wieder zurück zur Garage. Ja, einen langsamen Fortschritt, aber wir sind relativ noch... Oh, Regen. Wisst ihr was? Ich überspringe mal den Regen. Ich fahre nicht im Regen. Könnt ihr ruhig vergessen, ich fahre nicht im Regen.
Was ist das für ein Gegner? Okay, ein Gegner versuche ich noch zu machen. Was bist du? Oh! Okay, vergiss das. Das ist der Boss. Aus dem Boss aus dem letzten Part. Ich habe mir schon gedacht, wer ist das? Ja, das ist ein Boss. Der fährt immer herum, weil ich die anderen geschlagen habe in diesem kleinen Gebiet. Okay, ganz gechillt. Da ist der Gegner, den ich nicht geschlagen habe. Den werde ich jetzt mal versuchen, nochmal zu schlagen. Und ich werde mal gucken, was jetzt wieder los ist. Major Office, ich habe dich letzten Mal nicht gut hinbekommen zu schlagen, weil ich den Bär mitgenommen habe. Werde ich diesmal nicht hinbekommen, den Bär mitzunehmen. Eieiei, also im letzten Part hatten wir ein bisschen mehr Erfolg. Heute ging es ein bisschen mehr nach oben drin. Der hält immer noch gut mit. Und ich habe ihn geschlagen. Perfekt. Der nächste Gegner, bitte. Checkpoint. So, der nächste Gegner. Wir haben den hier. Nächste. Schon wieder dieses Team. Ich vergesse immer wieder den Namen, wie das Team heißt. Na egal. Red Giant, was bist du? So. Und dann setzt den Bär mit dem, ja. So schlau bin ich. Ich gebe den Gegner so große Chancen, dass ich den Bär mit Bedarfsspielen habe. Das ist legitim, ihr müsst es wissen. Ich will den Gegner auch eine Chance geben. Das war knapp. Sonst ist nebenbei auch zu breit. Ganz entspannt durch die Linie fahren. Gestresst fühlen. Schon ein bisschen Gas runtersetzen, wenn du die Kontrolle nicht hast. Und gewonnen. So. Gehen wir zurück zur Garage. Ja, ihr seht, wir machen wenig Fortschritt, aber wir machen besser als nichts. Letztes Mal haben wir mehr Fortschritte gemacht, aber hingegen machen wir so richtig langsamen Fortschritt. So, wir haben den nächstes. Noch ein blauer Gegner, den wir nicht geschlagen haben. Der ist sehr interessant mit seinem Skype. Jay Fantastic, Alter. Da ist ein lilaner Gegner oben. Okay, den werde ich nach dem Rennen versuchen auszufordern. Ja, den werden mitgenommen. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations, you picked a band. Und ich habe den Band auch mitgenommen. Aber es bringt sowieso nichts, weil ich bin weiter fertig. Naja, kann ich. Das Tribute J heißt die Atomica. Okay. Oh ja, klar. Beschleunigung wie nichts anderes. Das kannst du sehr gut. Kannst du nicht vergessen. Tja,
was will. Und geschlagen. Es dauert nicht mehr lange, dann haben wir das genügende Geld für Gewichtsänderung. So, ich habe ja dort vorne den Gegner gesehen, den ich nicht geschlagen habe, also werde ich den nochmal versuchen zu schlagen. So. Ein Team haben wir, zwei Teams haben wir heute geschlagen. Das ist jetzt leider kein großer Fortschritt, den ich erwartet habe, aber immerhin etwas. Wo ist der Gegner? Da. Da vorne ist der. So. Wir sind schon fast nah dran an dem Gegner. Ich glaube nur, der Gegner hat für mich den Entschuldigungsbrief geschrieben. Das habe ich demütigt, wenn ich ihn schlage. Dann bin ich gerade los mit ihm. Ach, die Torte super. Die Tortura. Du hast gegen mich gebaut, weil ich den Bär mitgenommen habe. Diesmal lasse ich es nicht zu, dass du mich noch einmal schlägst. Perfekt, das reicht ja genug aus für den Upgrade, den ich habe. So, der nächste Gegner ist dort hinten, den ich nicht gewonnen habe. Da. Da bist du. Da. Ich werde dich jetzt kriegen. Du wirst nicht so einfach von mir abhauen, ne? Du wirst mich nicht so einfach abhauen. Pizza brauch ich nicht. Pizza brauch ich nicht. Ach, der Gegner, den gegen ich ihn verloren habe. Er und seinen Teamkollegen. Er ist nicht mal richtig durchgekommen. Perfekt. Das sieht sich jetzt auch aus. Jo. Und schon wird der nächste Gegner geschlagen. Zum Thema, wir haben heute nichts erreicht. Wir haben schon was erreicht heute. Aber nicht viel. So, der nächste Gegner ist dort vorne. So, den schlage ich auch mal. Fließen aber Gegner. Der nächste Gegner ist ein Skyline-Fahrer. Der ist auch so dieser Mitglied in diesem komischen Team, was ich nicht irgendwie verstanden habe. Na egal.
was sagst du jetzt, Versager? So, dann gehen wir zurück zur Garage. Ja, die Evil Magistrate. Wow, was für ein Name. Und wir haben wieder mal Regen. Ja, das fängt ja richtig schön an. Aber wir wissen schon, was wir als nächstes tun werden. Richtig. Wir setzen das Gewicht runter. Wir haben gewogen. So, wir setzen richtig viel Gewicht runter. Wir haben zwar kein Geld, aber völlig egal. Wir haben das Gewicht immer runtergesetzt. Ich speichere mal und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Ah, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!